kämpfen nicht zuletzt auch um die Stärkung der Familien, die Überwindung der Kinderarmut. Armin Laschet hat sich gestern Abend gegen eine Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen, damit gegen eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Respekt auf dem Arbeitsmarkt scheint für die Union keinerlei Bedeutung zu haben. Armin Laschet hat keinen Plan für Wohnen und Mieten, eines der drängendsten Probleme für viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Seine Unionsfraktion im Bundestag weigert sich, das wissen Sie, die Kosten einer klimaunfreundlichen Heizung zwischen Vermietern und Mietern gerecht aufzuteilen. Soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz scheint für die Union keinerlei Bedeutung zu haben. Armin Laschet hat auch keinen Plan für die Stabilität der Rente. Er will eine Kommission damit befassen. Auch bei der Bekämpfung der Klimakrise sieht er nicht den aktiv gestaltenden Staat in der Pflicht, sondern er will den Stopp der Klimakrise alleine der Wirtschaft überlassen und damit die Wirtschaft auch alleine lassen. Nicht zuletzt hat Armin Laschet gestern erneut sich nicht klar von Hans-Georg Maaßen distanziert. Nicht mal in den eigenen Reihen zeigt er klare Kante gegen rechte Umtriebe. Diese Flanke der Union bleibt also schmerzlich offen. Bei der SPD gibt es da schon alleine aus unserer Geschichte raus kein Wackeln und kein Lavieren. Die klare Kante gegen rechts ist uns in die Wiege gelegt und war immer Teil auch unserer Grundwerte. Wenn die Wählerinnen und Wähler sich für die SPD entscheiden und für Olaf Scholz, wenn wir mit Olaf Scholz eine Regierung anführen, dann erhöhen wir den Mindestlohn auf 12 Euro. Das kommt vor allem Frauen und Beschäftigten im Osten, in Ostdeutschland zugute. Dann sorgen wir für eine stabile Rente, für die Bürgerversicherung in Pflege und Gesundheit und für bezahlbares Wohnen. Und wir machen den Staat zu einem starken Akteur im Kampf gegen den Klimawandel und unterstützen sowohl die Industrie als auch die Gesellschaft bei den Veränderungen, die dafür anstehen. Alle sollen mitmachen können und keiner bleibt zurück. Die Neuinfektionen bei Corona, auch darüber haben wir gesprochen, sind erfreulicherweise leicht rückläufig. Umso mehr will ich die Impfwoche noch mal zum Anlass nehmen, an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich noch nicht haben impfen lassen, zu appellieren, bitte lassen Sie sich impfen. Sie schützen damit sich selbst und Ihre Liebsten vor einer potenziell schwerwiegenden Erkrankung, insbesondere die, die sich noch nicht impfen lassen können, die Kinder. Vielen Dank. Wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Herr Reinig. Wie lange war die Sitzung, die Gremiensitzung? Und waren das alle Themen, die Sie gerade erwähnt haben, über die Sie heute gesprochen haben, sonst nichts? Wir haben über die verbleibenden 14, 13 Tage des Bundestagswahlkampfs und über die verschiedenen Programmpunkte, die noch anstehen, die öffentlichen Veranstaltungen gesprochen. Wir haben uns gegenseitig berichtet von den Veranstaltungen, die wir erleben, wie wir an Wohnungstüren und bei Infoständen, welches Feedback wir dort bekommen. Sehr viel positives Interesse, das uns entgegenschlägt. Das macht uns alle froh. Denn wir stellen fest, dass die Themen, nach denen wir dort gefragt werden, dass es eben genau die Themen sind, die den Menschen unter den Nägeln brennen, mit denen die SPD auch in den Wahlkampf gegangen ist, die ich anfangs in meinem Statement vorgetragen habe. Herr Hansen. Frau Hessen, zu diesem Zeitpunkt bereitet sich die Partei in der Regel ja auch auf Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen vor. Wie wird es am Wahlabend sein, wenn es rechnerisch reichen würde für die SPD, für eine Ampel, R2G oder auch andere Bündnisse? Wird man dann Sondierungsgespräche mit allen Parteien, allen möglichen Koalitionspartnern verschiedener Koalitionsmöglichkeiten reden oder wird man das von vornherein einschränken? Wir bereiten uns jetzt mal auf einen Wahlabend vor, der von Fröhlichkeit gestaltet sein wird. Wir haben noch 13 Tage daran zu arbeiten, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass wir die richtigen Konzepte haben und dass wir einen Kanzlerkandidaten haben, der dieses Land führen kann, so wie er es gestern Abend gezeigt hat. Da legen wir jetzt nochmal alle unsere Arbeit hinein und nach der Wahl werden wir uns dann mit den Themen beschäftigen, die Sie angesprochen haben. Nachfrage? Trotzdem Nachfragen. Gibt es denn, werden bei den Sondierungen einzelne Parteien ausgeschlossen oder werden alle möglichen Koalitionspartner wirklich zu Sondierungen eingeladen, wenn überhaupt das Einladungsrecht bei der SPD liegt? Die SPD wird ganz klar keine Gespräche mit der AfD führen. Die Damen. Ich bin Journalistin aus Norwegen. Meine Frage ist, wenn die SPD den Kanzler stellen, was wird mit der schwarzen Null in der Finanzpolitik geschehen? Die schwarze Null in der Finanzpolitik ist ja in keinem Gesetz und auch schon gar nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern dort steht die Schuldenbremse beschrieben.
Wir stehen ganz klar für wichtige Investitionen in die Zukunft in Deutschland. Das ist dringend notwendig in der Bildung, in der öffentlichen Infrastruktur. Wir haben marode Straßen und Brücken. Wir haben Kommunen, die wichtige Infrastrukturentscheidungen zu treffen haben. Wir haben aber natürlich vor allem auch die Klimakrise zu überwinden, und wir haben die Digitalisierung zu gestalten, wo auch Infrastruktur bei weitem noch in Deutschland fehlt. Deswegen werden Investitionen eine wichtige Rolle in dieser Region spielen. Herr Doll. Frau Esten, Sie haben die Causa Maaßen angesprochen. Es gibt derzeit in Thüringen, in diesem Wahlkreis, eine Debatte darum, dass auch andere Parteien mit ihrer Erststimme auf Frank Ulrich umschwenken, um in ein mögliches knappes Rennen zugunsten der SPD zu entscheiden und nicht für Herrn Maaßen. Wie finden Sie das, wenn mehrere Parteien, oder inwieweit begrüßen Sie das, wenn mehrere Parteien eine Erststimmenkampagne für die SPD fahren würden? Ich finde das eine gute Entwicklung. Das ist in anderen Wahlkreisen auch schon zugunsten anderer demokratischer Kandidierender gemacht worden, um eben genau zu verhindern, dass ein rechtsradikaler Kandidat in den Bundestag kommt. Das ist eine gute Zusammenarbeit der Demokraten. Herr Szymanski. Frau Esken, guten Tag. Könnten Sie sich eine große Koalition unter Führung der SPD vorstellen? Es geht an der Stelle jetzt nicht um meine Fantasien, schon gar nicht um meine Fantasie heute, sondern wir haben in den nächsten 13 Tagen noch ein bisschen Arbeit vor uns, einen vollen Terminkalender mit sehr, sehr vielen Podien, mit sehr vielen Veranstaltungen, öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, aber auch nochmal den Gang an die Wohnungstüren, das Gespräch mit den Menschen, um möglichst viele davon zu überzeugen, dass die SPD und dass ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Stimmen verdient haben, auch unsere Kandidierenden, diese 299 sehr, sehr engagierten Männer und Frauen, die jetzt für uns kandidieren, für die werben wir jetzt nochmal 13 Tage lang, und dann sprechen wir über weitere Konsequenzen. Nicole Kunert von der ARD. Die Umfragewerte sind ja jetzt gut und auch das Triell ist gut überstanden. Was kann denn jetzt noch schieflaufen? Über welche Themen kann denn Ihr Kanzlerkandidat jetzt noch stolpern? Haben Sie da einen Plan? Wir haben keinen Plan übers Stolpern, sondern wir werden auch in den nächsten 13 Tagen über die Themen sprechen, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, über die wir seit März des Jahres spätestens sprechen. Davor haben wir intern auch schon drüber gesprochen. Was sind die Themen, die dieser Staat tatsächlich auch als aktiv handelnder Staat in die Hand nehmen muss, als missionsorientierte Regierung auch? Die Gestaltung der Digitalisierung, der Stopp des Klimawandels, der Umbau der Mobilität, ein Update für unser Gesundheitssystem, das muss moderner, muss digitaler werden. Und welche Gesellschaft liegt dem zugrunde und welche Art der Zusammenarbeit international liegt dem zugrunde, um eben erfolgreich Deutschland in eine gute Zukunft zu führen? Und darüber werden wir auch in den nächsten 13 Tagen sprechen und sind sicher, dass wir gemeinsam mit unserem Kandidaten dann auch zum Erfolg kommen. Herr Schärfer. Frau Esten, die Union scheint darauf abzuzielen, jetzt im Wahlkampf in diesen Wochen nochmal die Glaubwürdigkeit Ihres Kanzlerkandidaten zu erschüttern. Wollen Sie darauf reagieren? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Oder nimmt die SPD das auf die gewohnt scholzsche, stoische Art einfach zur Kenntnis? All diese Kampagnen, die dort gefahren werden, sei es nun, die sich beschäftigen mit Olaf Scholz oder die sich mit meinem Abendessen beschäftigen, sind alles Ausweis einer Union in Panik, die inhaltlich entkernt ist, die keinen Plan hat und keinen Kompass für dieses Land. Deswegen ist es Zeit, dass die in die Opposition gehen. Hier vorne bitte. Ja, Fred Schmelter von RTL NTV, grüße Sie. Sie haben sich jetzt sehr auf die CDU und auf Armin Laschet eingeschossen. Die Grünen spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Sehen Sie die noch als Feind oder schon, ist man da schon im Flirt für eine Koalition? Die Grünen in Deutschland gehören, das kann man wohl sagen, zum Spektrum der progressiven Parteien. Wir haben nicht unerhebliche programmatische Übereinstimmungen mit den Grünen. Ganz klar ist, dass die SPD bei all den Fragen, die jetzt anstehen, bei den Veränderungen, die wir auch gemeinsam gestalten wollen, dass die SPD dort den Zusammenhalt in der Gesellschaft besonders betont und vor allem auch darauf achtet, dass die schlechte Verteilung von Vermögen, von Einkommen und auch von Chancen in diesem Land
gerade in diesen Veränderungen nicht zum Schlechteren sich entwickeln darf, sondern im Gegenteil sich zum Besseren entwickeln muss. Das unterscheidet uns, glaube ich, aber wir können einen guten Weg, wir könnten einen guten Weg zusammengehen. Können Sie noch mal wiederholen, kurz für die? Das heißt, die Grünen sind für Sie jetzt gar keine Konkurrenz mehr, sondern da geht es jetzt wirklich nur noch zwischen Schwarz und Rot. Klares Ziel unseres Wahlkampfs ist es, dass CDU und CSU auf der Oppositionsbank Platz nehmen und dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Also ist eigentlich schon beantwortet, aber gestern gab es eben Verwirrung darüber. Der Gesundheitsminister meinte, man verstecke sie, und Anne Will meinte, sie hätten abgesagt. Und wieder jemand meinte, Sie seien bei der Pommesbude gewesen. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ich kann nachvollziehen, dass der Gesundheitsminister sich Sorgen macht um meine Ernährung. Aber ehrlich gesagt, ich bin schon erwachsen, komme zurecht. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Doll. Frau Esten, eine Wahlkampftaktik liberal-konservativer Parteien in diesem Wahlkampf ist ja, dass man sagt, wer Olaf Scholz wählt, bekommt Esken und Kühnert dazu und dann droht in Deutschland, was weiß ich, irgendwas Schlimmes. Kevin Kühnert hat klar ausgeschlossen, dass er kein Ministeramt anstrebt. Können Sie auch klar ausschließen, dass Sie kein Ministeramt im Falle eines Wahlsiegs anstreben, oder wäre das denkbar? Das war jetzt eine doppelte Verneinung, damit komme ich als Nicht-Bayerin nicht gut zurecht, aber ich versuche mal so zu sagen, wer Olaf Scholz wählt, das können ja ohnehin nur die Wählerinnen und Wähler in Potsdam tun, aber wer Olaf Scholz wählt, der bekommt die SPD als Gesamtpaket mit, und das ist auch richtig und gut. Die SPD hat gemeinsam mit Olaf Scholz, mit unserem Kanzlerkandidaten, ein sehr gutes Zukunftsprogramm aufgestellt und hat den klaren Willen, auch als regierungsführende Partei die Gestaltung dieses Landes in die Hand zu nehmen. Nachfrage? Würden Sie Ministerin werden wollen, Bundesministerin? Ich kann das bestätigen, ich habe die Frage nicht beantwortet, Herr Doll. Gibt es noch weitere Fragen? Nein. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.